Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, das hier ist jetzt die dritte Folge von Das magische Pferd. Und ich würde mal sagen, wir starten gleich, aber davor grüße ich noch drei Leute. Also, heute grüße ich Lala Lina, dann Wolfgirl, Wolfqueen und Lioness, Hashtag Love. Also, liebe Grüße gehen raus an euch drei. Und ja, wenn ihr auch im nächsten Video gegrüßt werden wollt, dann schreibt einfach einen netten Kommentar mit dem Hashtag Nonninator und mit etwas Glück werdet ihr dann im nächsten Video gegrüßt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo Lissy, du wirst es nicht glauben, aber ich wurde Zweiter. Wow Marie, das ist ja echt super. Ich bin so stolz auf mich und natürlich auch auf Prinz. Schade, dass ich euch nicht zuschauen konnte. Aber naja, jetzt geht's erstmal für mich in die Halle und dann steht für uns das Turnier an. Okay, viel Glück auf jeden Fall. So, da mache ich mich jetzt schnell aus dem Staub, bevor mich noch irgendjemand sieht. So, meine Damen und Herren, Sie können sich jetzt wieder zum Turnierplatz begeben, denn die Pause ist rum und in 10 Minuten werden wir hier auf diesem Platz die Turniergruppe 4 begrüßen und ja. Viel Glück an alle Teilnehmer. In dieser Turniergruppe, da reitet jetzt dann Lissy mit. Laura, freust du dich auch schon darauf, Lissy reiten zu sehen? Und ob und wie ich mich freue. Ich bin froh, dass ihr euch nach diesem großen Streit wieder vertragen habt. Ja, wir haben uns super vertragen. Die Rache wird mein sein. So, und wir bitten um einen herzlichen Applaus, um Turniergruppe 4 zu begrüßen. Oh mein Gott, Cleopatra, gleich sind wir dran. Ich bin schon so aufgeregt. Als erstes wird Lissy auf Cleopatra starten. Dann werden wir Nelly auf Caramello sehen. Danach Larissa auf Crazy. Und als letztes Vanessa auf Pünktchen. So, Mädels, die Regeln sind einfach. Erst dieses Hindernis, dann dieses und als letztes dieses. Auf ein faires und vor allem spaßiges Turnier. Viel Glück! Und jetzt sehen Sie Lissy auf Cleopatra. Lissy, du schaffst das! Wuhu, Lissy, yay! Viel Glück, Lissy, denn das wirst du auch brauchen. Lissy, wuhu, Lissy, yeah, du schaffst das! Denk dran, Lissy, immer die Ruhe bewahren. Oh Mann, ich wäre fast zu spät gekommen. Viel Glück, Lissy. Mist, aber beim nächsten. Oh mein Gott, bitte am letzten Hindernis, bitte. Und sie steuert das letzte Hindernis vom ersten Durchgang an. Wow. Aua, mir ist ganz schwindelig. Lissy, ist alles okay? Sie scheint bewusstlos zu sein. Au, mein Vorderhuf. Oh nein, Lissy! Komm, Lissy, wir bringen dich in den Erste-Hilfe-Raum. Seht mal, ein Einhorn! Anni, träume ich oder ist das gerade wirklich real? Chloe, ich denke, das ist kein Traum, das ist Wirklichkeit. Schaut nur, Cleopatra ist ein Einhorn. Na, wer hätte das nur ahnen können? Und ganz zufälligerweise hat sie sich am Vorderhuf verletzt. Ach, ist das schade. Jetzt weiß bald die ganze Welt, dass sie ein Einhorn ist. Und Lissy, die hat ihre Rache bekommen. Wir müssen sofort das Fernsehen informieren. Ja, dieses Pferd, das wird berühmt. Und wir können Profit daraus schlagen. Mist, was ist gerade passiert? Och nein, ich habe mich in mein Einhorn verwandelt. Nein, warum jetzt? Warum hier? Das Einhorn haut ab! Schnappen wir es uns! Mist, wo soll ich hinlaufen? Rechts, links, geradeaus? Ich weiß es nicht. Halt, Einhorn. Du bleibst jetzt erstmal hier. Mist, was mache ich jetzt? Ich überlege immer viel zu lange. Bleib stehen, du bist umzingelt. So, und die Betäubungsspritze. So schnell läuft uns dieses Einhorn nicht davon.
Wir werden jetzt erstmal das Fernsehen informieren. Das wird Schlagzeilen geben. So, jetzt frieren wir erstmal die Zeit ein. Ach, wie gut, dass mich keiner sehen kann. Super, da lag unser Alarm doch richtig. Die Wachposten haben also ihre Arbeit getan. Mann, 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 ich wusste es, Kleopatra. Ich wusste, dass du nicht tot bist. Ich wusste, dass du dich hier aufhältst. Ach, bin ich froh. Geht weg, ihr Witzfiguren. So, und jetzt nehmen wir dich erstmal mit. Ach so, und jetzt kann die Zeit wieder weiterlaufen. Was ist gerade passiert und warum liegen wir hier auf dem Boden? Und noch wichtigere Frage, wo ist das Einhorn? Ja, das würde ich aber auch gerne wissen. Und ich erst. So, jetzt ruhe dich erstmal ein bisschen aus. Warten wir erstmal, bis sie zu sich kommt und dann können wir die Nachricht überbringen. So Leute, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein kostenloses Abo von dir freuen. Und bis dahin würde ich mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.